letzten Video habe ich euch ja die Pearl Seaways von DFDS vorgestellt bei einem Rundgang. Und heute kommt dann auch der erste Vlog von Bord. Zwei wird es insgesamt geben. Und wir starten in Kopenhagen im Fährterminal am Østerport. Sehr zentral in der Stadt gelegen, gut zu erreichen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man kann aber auch einen Shuttle von DFDS nutzen. Ich war jetzt gerade zu Beginn des Boardings im Terminal angekommen. Ihr findet hier erstmal Check-in-Automaten, das heißt, ihr müsst nicht irgendwo Schlange stehen, sondern ihr könnt selbst einchecken, erhaltet dort auch gleich eure Boardingkarte. Das Ganze also wirklich sehr unkompliziert, schnell und einfach. Dann musste ich noch einen kleinen Augenblick warten, etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Check-ins war dann auch schon Boarding. Ging alles ganz schnell, es wurde einmal der Ausweis überprüft und die 3G-Regel, die an Bord gilt. Und dann konnte man auch schon an Bord gehen. Die Kabinen waren noch nicht fertig, aber man durfte zumindest schon mal auf das Schiff gehen. Und eine Besonderheit, die für uns im Moment noch etwas ungewöhnlich war, an Bord gibt es keine Maskenpflicht. Denn hier gilt die dänische Regel, wo es eigentlich keinerlei Corona-Beschränkungen mehr gibt, außer eben die 3G-Regel an Bord. Zunächst ging es für mich dann ins Little Italy, das italienische Restaurant an Bord. Das war das erste, das geöffnet hatte. Dann ging es für mich ins Espresso House, um das einmal kurz zu testen. Und dann war die Kabine auch bereit. Captain and the crew are pleased to welcome you on board Pearl Seaways. We hope you have a pleasant journey and we ask you to please take the time to read the safety information placed in your cabin. Und ich zeige sie euch hier gerne einmal. Ich hatte jetzt die einfachste Kategorie, eine Innenkabine gebucht für sehr wenig Geld, war sehr günstig. Und für die kurze Überfahrt eine Nacht auch vollkommen ausreichend, denn man wird gar nicht so viel Zeit in der Kabine verbringen, sondern vielmehr das Schiff nutzen. Denn wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, ist es ein Schiff mit Kreuzfahrtcharakter. Kurzer Blick ins Bad, das also vorhanden, eigenes Bad, auch in der günstigen Kategorie, gibt nochmal etwas günstiger dann Trucker-Kabinen, aber so für den normalen Fahrgast ist das so die günstigste Kabinenkategorie. Wir schauen einmal auf die Karte, schauen uns unsere Fahrtroute an. Wir fahren also von Kopenhagen über Frederikshafen nach Oslo und werden dabei dann am morgigen Tag und somit im nächsten Video dann auch durch den Oslofjord fahren. Dann war es auch schon Zeit zum Ablegen. Es gab sogar eine Auslaufmelodie. Da das Schiff sehr zentral in Kopenhagen anliegt, ist auch die Ausfahrt aus dem Hafen sehr sehenswert und interessant, weil man eben quasi noch eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Fährschiff macht. Die Fähre liegt übrigens deutlich zentraler als die meisten Kreuzfahrtschiffe. Ein paar Kreuzfahrtschiffe liegen jetzt hier links an der Kaimauer. Das allerdings nur noch selten. Eigentlich liegen die Kreuzfahrtschiffe heute alle weiter außerhalb. Ausnahme sind hier die kleinen Schiffe, so wie hier eines von Hapag-Lloyd. Das darf sogar noch ein Stück zentraler liegen. Das gilt aber wirklich nur für die ganz, ganz kleinen Schiffe. Ich habe mir das Auslaufen dann von der Skybar aus angesehen, der Außenbar, die dann nur bei gutem Wetter geöffnet ist. Hier der Blick auf die Müllverbrennungsanlage Amager Backe mit Copenhill. Das ist eine ganzjährig zu benutzende Skipiste auf dem Dach der Müllverbrennungsanlage mit Kunstrasen und hier auch noch der Blick auf die Öresundsbrücke und auf das auf der anderen Seite liegende Malmö in Schweden. Die Öresundsbrücke, doppelstöckig, unten fahren die Züge, oben die Autos. Ist übrigens wahnsinnig teuer, mit dem Auto darüber zu fahren. Also, wenn man das Auto nicht zwingend benötigt, lohnt es sich auf jeden Fall mit der Bahn zu fahren. Wir befahren jetzt hier erstmal den Öresund, also die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Und das heißt, wir haben auch die ganze Zeit tolle Ausblicke. Zum einen auf die schwedischen Städte wie Malmö oder Landskrona oder auch auf die Flugzeuge, die Richtung Flughafen Kopenhagen unterwegs sind und etwas später dann auch auf die Insel Ven, die sich in der Mitte des Öresunds befindet und zu Schweden gehört. Natürlich auch die zahlreichen anderen Schiffe, die hier unterwegs sind, kann man gut beobachten. Und dann, nochmal ein gutes Stück später, kommen wir auch zur engsten Stelle des Öresunds, nämlich zwischen Helsingør in Dänemark und Helsingborg in Schweden. Thank you.
Dort gibt es keine Brücke, sondern Fähren verbinden die beiden Städte. Und mit denen bin ich auch schon gefahren, das ist schon eine Weile her. Hier seht ihr die Fähren von Forcy noch einmal. Hab euch alle mit einzelnen Videos schon mal vorgestellt. Das heißt, die Fahrt ab Dänemark, ab Kopenhagen ist auch sehr, sehr interessant. Also es gibt wirklich viel zu sehen. Das heißt, egal in welche Richtung ihr fahrt, ihr habt auf jeden Fall nach der Abfahrt immer etwas zu sehen. Entweder eben der Öresund oder in die Gegenrichtung der Oslofjord. Das werde ich euch dann in einem späteren Video auch noch zeigen können. Das Wetter war an diesem Tag sehr wechselhaft. Hier war es plötzlich ziemlich neblig, allerdings immer mit ruhiger See und quasi keinerlei Bewegungen des Schiffes. Wenn man dann erstmal Helsingør und Helsingborg passiert hat, hat man noch eine Zeit lang einen Blick auf Kullaberg. Das ist einer der Nationalparks hier auf der schwedischen Seite. Auch den habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Und wenn man den dann passiert hat, dann kommt man so richtig raus aufs Meer, und zwar auf das Kattegat. Hier sehen wir im Hintergrund eine weitere Fähre, das ist die Stena Nautica, die verbindet Grenaa und Halmstad, also auch Dänemark und Schweden. Ich habe mich für die Fahrt in den Columbus Club gesetzt, das ist die Disco und die größte Lounge an Bord, sozusagen der Nachtclub, und dort kann man natürlich auch schon vor Anbruch der Nacht hineingehen, öffnet kurz nach der Abfahrt und von dort aus habt ihr einen tollen Blick durch die großen Panoramafenster, könnt bequem sitzen und auch Getränke genießen. Das ist also meine Empfehlung für die Ausfahrt, wenn das Wetter nicht so gut ist, dass man die Zeit auch draußen verbringen kann. Jetzt gehen wir mal in den Duty-Free oder Tax-Free-Store. Das ist also das Einkaufszentrum an Bord, wirklich sehr, sehr großzügig und nicht nur die Standardsachen, natürlich auch Parfüm, Tabak und so weiter, aber eben auch noch deutlich mehr, zum Beispiel Klamotten. Den Abend habe ich dann im Explorer's Steakhouse verbracht. Das ist eines der gehobeneren Restaurants an Bord, wo ihr also ein bisschen mehr bezahlt. Man kann ins Buffet-Restaurant gehen, ich wollte aber was Besonderes haben. Da ich das Buffet-Restaurant beim Frühstück schon kennenlerne, wollte ich heute Abend dann ins Explorer's gehen. Und ihr seht schon eine erstaunlich tolle Küche, also hätte ich gar nicht damit gerechnet, aber das war wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau. Natürlich auch sehr, sehr teuer, dänische bzw. norwegische Preise, aber wirklich richtig, richtig gut. Dann ging es für mich noch in das Red and White, die Weinbar an Bord. Und dort habe ich dann den restlichen Abend noch mit einem Gläschen Wein verbracht und die vorbeifahrenden und entgegenkommenden Schiffe beobachtet. Allerdings bin ich dann auch relativ schnell schon schlafen gegangen, denn am nächsten Morgen wollte ich früh aufstehen, um den Schiffsrundgang zu drehen und außerdem, um noch ein bisschen was vom zweiten Tag an Bord zu haben. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch angeteilten Links sehr freuen.